So, und damit seid gerüstet mit dem Zwerge Lummer zu Dekrim zu dem neuen Part. Ja, zum neuen Part The Night of the Rabbit. Mit ihm hier ein Waldschrat. Oh. Hallo, du. Du bist wohl auch gerne nachts unterwegs. Ich liebe die Stille von Orten wie diesen bei Nacht. Naja. Dann kann man das Wispern von verborgenen Geschichten hören, die sich hier und dort verstecken. Geh zu. Ich habe eine besondere Geschichte für dich. Es geht um Mäuse und Eichhörnchen und den Wald. Möchtest du sie hören? Aber unbedingt. Der Waldschrat hat dir eine Geschichte gegeben. Um sie dir anzuhören, klicke auf Bonus-Sammlung im Inventar-Spielmenü. Gefällt dir meine Geschichte? Ich habe sie mir noch nicht angehört. Finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Verloren gegangene Anfänge. Und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Okay, hören wir uns doch mal an. Wo war es das? Hier unten war es das. Hier, Bonussammlung. Hörbuch, war das das hier? Mooswald-Chroniken, das Hörbuch. Erste Geschichte von Mäusen, Eichhörnchen und dem Mäusewald. Okay. Irgendwo zwischen weiten Kornfeldern und verschlungenen Wanderpfaden gibt es einen Wald, der ist voll von Mäusen und Eichhörnchen. Ja, in diesem Wald gibt es so viele Mäuse und Eichhörnchen, dass nicht einmal ein mächtiger Magier mit noch mächtigerem Bart durch ihn hindurchlaufen kann, ohne dass ein paar kleine Nager versuchen, ihn als Mitfahrgelegenheit zu benutzen, um Verwandte zu besuchen, die vor einigen Jahren 3 Lichtungen weitergezogen waren, weil es dort Stachelbeeren gab. Weil die Mäuse so zahlreich sind, wird der Wald seit jeher Mäusewald genannt. Doch in den Hauswald, dachte ich. Mäusewald, der um die Mittagsstunde herum oft so ruhig gewesen war, dass man nur das Rauschen der grünen Baumkronen hoch oben, den süßen Duft von Tannennadeln und das Summen einer Biene, die keine Mittagspause machen wollte, wahrnehmen konnte? Ja, in diesem ruhigen Wald war Unruhe aufgekommen. Seit ein paar Tagen schon weigerten sich einige pelzige, rote, unzufriedene Eichhörnchen, den Namen Mäusewald zu gebrauchen, denn die Eichhörnchen, so sagten sie selbst, waren den grauen Mäusen zahlenmäßig nur knapp unterlegen. Warum also, so fragten sie sich, sollte der Mäusewald nur Mäusewald heißen? Und so gaben sich die Eichhörnchen große Mühe, die Besucher, die zu einem Sonntagsspaziergang oder einem Picknick in den Wald kamen, daran zu erinnern, dass es neben den kleinen grauen Mäusen auch viele rotbraune Eichhörnchen mit buschigem Schwanz und nicht weniger buschigen Ohren gab. Dazu brachten sie zum Beispiel unter jedem Schild, das den Wald als Mäusewald auswies, ein kleines zweites Schild an, auf dem "Und Eichhörnchenwald" stand. Außerdem warteten ein paar Eichhörnchen, die besonders flauschiges rotes Fell hatten, hinter Baumstümpfen und Laubverstecken auf Wanderer, um den Fremden, wenn sie an ihn vorbeigingen, in den Weg zu springen und die Menschen mit ehrlichen, glänzenden Knopfaugen anzublicken, damit den Besuchern vielleicht einfiel, dass man den Wald ebenso gut auch Eichhörnchenwald nennen könnte. Wenn man etwas hervor und Menschen in den Weg, ja, das wollen wir jetzt hier nicht, das allerdings ja. Die meisten von ihnen. Gerade heute, nachdem... Ja, das geht jetzt hier noch die ganze... Das ist ja jetzt von das wollen wir jetzt nicht. Dann wollen wir jetzt keinen ganzen Part füllen. Ja, haben kurz mal reingehört, das ist jetzt da. Dann wollen wir jetzt hier kein Hörbuch in den Part mit reinspielen. Das ist jetzt dafür, war jetzt eigentlich nicht die Zeit gedacht. Ja. Gut. Die Tür ist verschlossen. Das kann man sich dann eventuell... Wenn man den mag, kann man sich das gerne anhören, wenn man sich das Spiel selbst kauft und selbst besorgt. Ja, kleiner Anreiz vielleicht zum Selbstkaufen. Hier findet noch das große Geburtstagsfest statt. Ja. Was ist denn, wenn wir hier im Garten hier jetzt hier das Buch lesen?
Dann müssten wir doch. Ach so, nein. Da gehe ich hier hin. Schade. Ist ja mal interessant gewesen, ob er uns dann rauswirft. Das geht natürlich nicht. So, wir müssen die Zutaten für den Kuchen bekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hämmern werkeln jeden Tag. Ja gut. Zutaten für den Kuchen. Ein Kobold haben wir jetzt im Stich gelassen. Das war jetzt erstmal. Gut. Kuchenzutaten. Hier im Café, so, hier müsste doch irgendwas sein, oder? Was sind nochmal die Zutaten für den. Ah ja, hier sind die Zutaten für den Kaffee. Nicht für den Kaffee, für den fehlende Kuchen. Zutaten für den Kuchen für Familie Hase. Eine Handvoll süßer Butter, Schokolade, okay. Etwas Milch und Rübensirup. Rübensirup, das weiß ich doch, wo ich das herbekommen habe. Das ging wohl doch bei den Zwergen her. Schokolade, das hatten wir doch schon. Haben wir das schon abgegeben oder was ist los? Wir haben auf einmal keine Schokolade mehr. Leeres Blausaftfässchen. Wir brauchen neues Blausaft. Zu den Zwergen. Das war doch hier über den Weg hinweg. Oh! Wer da? Die Edith sitzt hier. Hallo, hallo du! Na, trägst du wieder Pakete aus? Nein. Nicht mehr. Ich habe gehört, dass es hier nachts draußen auf den Feldern spuken soll. Mhm. Würde ich mir ja gerne ansehen. Da müssen wir wohl nachts mal hier hin. Das ist viel zu gruselig. Aha. Klingt nach einer Mission für uns. Dann um nachts hinzugehen. Oh, der Freund hat seinen Radiosender wieder. Tja, da müssen wir uns unsere Mückenstiche wohl woanders holen, was? Gibt es Hoffnung, dass sie bald wieder auf Sendung gehen? Mit all der was passiert denn da? Sender zieht? Niemals. Jemand könnte sich über meine feuchte Aussprache beschweren. Was? Aber ihre Fans? Über meine wässrigen Witze. Wie werden sie den Fans erklären, dass sie aufhören? Mit feucht. Okay, den Dialog hatten wir schon. Den kenne ich. Nein. Ich muss dann mal weiter. Auf bald. Und der Welle ist Maulwurf unten. Gut, der spielt ja Bingo mit sich selbst, oder was? Harte schwarze Schnäbel des Unglücks hacken auf deine kleine Seele ein. Aha. Manchmal musst du nur einen bestimmten Fremden ansprechen, um etwas Glück zu erstehen. Du kannst doch sicher etwas Glück gebrauchen. Schon ein wenig Glück wird dir helfen. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Okay. Die sehen ein bisschen echsenartig aus. Was die wohl noch für eine Rolle spielen werden. Ich gehe mal hier hinüber. Weltweg jenseits des Wachs. Wir müssen zu den Zwergen hin. Da kriegen wir auf jeden Fall Blausaft hier. Ah, okay, hier sind wir. Rein ins Haus. Oha. Der Kessel kocht. Na dann. Oh, da oben schläft ein Zwerg. Und da unten auch einer. Mein Becher ist sicher eine Allzweckwaffe, aber hier bringt er mich nicht weiter. Okay. Die Zwerge haben die Blausaftproduktion wieder angekurbelt. Sehr aber gut. Bei dem Kraft
könnte ich nicht schlafen. Tja, Zwerge sind halt harte Wesen. Auf der Tür steht Lagerkammer Zwergwurzel auslesen und Hände weg. Und sie ist fest verschlossen. Jo, die Tür war fest verschlossen. Dann können wir hier das blaue Saftfass dran auflegen. Nein, das gehört nicht in mein Fässchen. Hier vielleicht am Wasserhahn? Nein, das gehört nicht in mein Fässchen. Aha, okay. Wie können wir uns dann... Können wir das kein Blausaft mitnehmen? Ich würde mir gerne ein bisschen Blausaft nehmen. Ja gut. Hinter die Hütte vielleicht. Kann man den Wasserfall sehen. Da draußen kann man den... Ja, steig doch durch. Da draußen. Hinter die Hütte. Okay. Kann ich hier vielleicht... Mein Becher ist sicher eine Allzweckwaffe. Ja, so eine Allzweckwaffe ist es dann doch nicht. Das ist die größte Rübe, die ich je gesehen habe. Sie riecht ganz süß. Aber die kann ich nicht mit mir rumschleppen. So viel ist klar. Mhm. Können wir da vielleicht... Einfach nur so aus Spaß. Ich bin sehr vorsichtig mit dem Ding. Okay. Ja, gut. Sehr schade. Doch kein Blausaft für uns. Kein Stück Blausaft. Das muss doch gehen hier. Die Maschine läuft wieder. Ja, aber Blausaft kriege ich trotzdem nicht. Schlimm. Es steht still. Vielleicht sollte ich die Finger davon lassen. Nein. Vielleicht kann ich jetzt. Mein Becher ist sicher. Tja. Es dreht sich links herum. Cool. So macht man also Blausaft. Und jetzt? Mein Becher ist sicher. Tja, kein Blausaft. Nein. Das gehört nicht in mein Fässchen. Die Zwerge vielleicht. Können die uns was sagen? Der Zwerg schläft. Kein Wunder, wenn sie immer Nachtschichten machen. Ah, Nachtschichten. Verstehe. Er schläft tief und fest. Nicht vergessen, bei den Dachsen für Rhabarberkuchen revanchieren. Okay. Wir gehen mal vor die Hütte, machen mal ein kleines, eine kleine Lesereise. Ein interessantes Buch. Schon ist es Nacht. Oh, und da arbeiten die Zwerge. Steinberg. Da bist du ja wieder. Willst mir wieder unter die Nase reiten, dass du mir geholfen hast, was? Pah! Was? Nein. Das ist auch besser so. Aber trotzdem, danke. Wenn wir hier unsere Zwergwurzel sehr freundlich. Haben, kannst du trotzdem unser Gästebett im Haus benutzen. Hört ihr, Jungs? Der Junge ist unser Gast. Ne, bäh. Sag, du bist jederzeit willkommen. Das ist nett. Bah. Keine Ursache. Na dann, hinein mit uns. Okay. Vielleicht können wir jetzt... Mein Becher ist sicher eine Allzweckwaffe, aber hier bringt er mich nicht weiter. Ich würde es dann halt nicht. Niemand da. Die arbeiten bestimmt draußen auf den Feldern. Gut, hier kommen wir nach wie vor nicht weiter. Nein, das gehört nicht in mein Fässchen. Das gehört in dein Fässchen. Es steht still. Vielleicht sollte ich die... Tja.
Ich geht's hoch. Aha. Könnt ihr mir nicht vielleicht ein bisschen Bürosoft abgeben? Nein, das gehört nicht in mein Fässchen. Dann halt nicht. Tja. Oh, hier, ein Waldschrat. Aber die Pilze müssen... dann können... Ich kann mit ihm reden. Waldschrat. Geht wohl nicht. Oh, doch geht. Hallo, du. Wusstest du, dass der Mond für Ebbe und Flut verantwortlich ist? Und wusste ich. Mein alter Freund, der Mond, hat aber nichts mit dieser Überflutung mehr zu tun. Und auch nicht mit den wilden Krähen, die diese Gegend am Tage heimsuchen. Siehst du die Lichter jenseits des Flusses? Dort liegt der Anfang der traurigen Geschichte, die Tiere von Mauswald. Ich hoffe, dass sie ein gutes Ende hat. Können wir nicht etwas tun, um zu helfen? Ich fürchte, das liegt nicht in unseren Händen. Aber warte, lass mich dir eine schöne Geschichte erzählen. Noch eine Geschichte. Die Zeiten vor der Teil 2. In ihr besucht der alte Magier von Mauswald das Postamt am Fluss, lange bevor dieser über die Ufer trat. Möchtest du sie hören? Unbedingt. Nummer 2. Sehr schön. Erzähl dir meine Geschichte. Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Verloren gegangene Anfänge. Und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Jetzt haben wir das hier wieder im Menü, oder was? Ja, Hörbuch. Teil 2 des Hörbuchs. Wenn wir alle 8 voll haben, haben wir die Sammlung komplett. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Müssen wir nachts wahrscheinlich jetzt an alle Orte gehen und den Waldschrat finden. Ja, überflutetes Gebiet. Lecker duftende Beeren. Ich bräuchte nur Waffe und ernähre mich nur von diesen roten Beeren. Darbe ohne ein gut gepfeffertes Käsefondue oder ein wärmendes Wort meiner Kameraden vor mich hin. Und all das, damit Wichtigtuer wie du gut schlafen können. Also, lass die Finger von meinen Beeren. Die Beeren bräuchten wir aber für den Kuchen. Wie überreden wir die Maus? Hey, was machst du so weit weg von der Stadt? Du solltest dich nicht zu weit an den Fluss wagen. Hast du es etwa noch nicht gehört? Es gab wieder einen Krähenangriff. Natürlich habe ich das gehört. Ich war sogar dabei. Ja, ja, das behaupten sie alle. Da sind wir Stadtwachen ganz anders. Wegen dem neuesten Angriff bin ich hier als Krähenspäher abgestellt worden. Und all das, damit Wichtigtuer wie du gut schlafen. Eine tapfere Maus. Oh, danke? Keine Ursache. Na gut, kriegen wir hier auch erstmal keine Beeren. Kein Blausaft und keine Beeren. Tja... Oh, da spukt's. Wow, so viele Sterne habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Da verschlägt es einem richtig die Sprache. Und das grüne auch nicht. Man fühlt sich ganz klein. Die erinnern mich an die Leuchtsterne über meinem Bett. Ich fühle mich, als wäre ich schon unheimlich lange nicht mehr zu Hause gewesen. Hoffentlich geht's Mama gut. Dabei war's doch nicht weiter. Da hinten über den Feldern tanzen ganz seltsame grüne Flammen. Ob das wohl Irrlichter sind? Wie unheimlich. Was sonst? Wie seltsam. Da gaukeln grüne Lichter durch die Nacht. Vielleicht läuft da jemand mit einer Laterne spazieren. Ah. Haben wir was in unser Notizbuch, in unser Tagebuch geschrieben? Auch nicht schlecht. Okay. Hier hinein. Wir müssen Käse finden. Wo finden wir denn Mauswald Käse? Tja. Das gibt's wahrscheinlich gar nicht hier. Witze müssen wir auch noch finden für die
Ach, da muss der Kobold zu dem Kuh auch erstmal nicht hoch. Ich glaube, für eine richtige Unterhaltung muss ich da irgendwie hochkommen. Eine Leiter habe ich nicht. So, hinunter. Hier im Zwergenhaus können wir doch bestimmt jetzt hinterkommen. Nein. Auf der Rückseite. Rübensirup, süßeres Rübensirup, das war doch hier. Habe ich gerade was in meinem Inventar entdeckt. Können wir doch hier bestimmt. Na komm. Sehr gut. Hey, da kommt jetzt schon Saft aus dem Hahn. Rübensaft. Jetzt kann ich Rübensirup zapfen. Na dann. Milch bringt mich ja ausnahmsweise nicht weiter. Mhm. Dann das Fass vielleicht. Die Öffnung in dem Fass ist zu klein. Da kriege ich den Sirup nie wieder raus. Ja, und was machen wir jetzt? Ja, eigentlich bräuchten wir den Becher hier. Riecht noch ganz lecker. Trink's aus. Milch bringt mich ja ausnahmsweise nicht weiter. Okay, das ist jetzt blöd. Bin dumm gelaufen. Warte hier. Die Abkürzung nehmen. Aber wenn wir... Wir müssen erst den Becher leer machen. Milch wegkippen. So. Milch bringt mich hier aus. Ja, Milch bringt dich hier nicht weiter. Milch wegkippen. Becher leeren. Genau. Jetzt ist mein Becher leer. Jetzt können wir hier zurück und uns ein bisschen Saft abzapfen. So, hier raus. Zwerge schlafen. Sind nachtaktiv. Kann ich bestätigen. Zwerge sind nachtaktiv. So, und jetzt. Und jetzt. Sehr gut. Das brauchen wir. Jetzt haben wir den Sirup. Na komm, so, kling kling. Ich habe was, ich habe eine Zutat für den Kuchen. Extravagant. Wahrscheinlich noch nicht die letzte, aber ja. Eine Zutat. Willkommen zurück. So, ich habe was für dich, Anja. Hier, Sirup. Ich bin doch schon da, Honiglöffelchen. Zutat für die Torte. Vielen Dank, mein Krokantküstchen. Es fehlt nur noch eine Handvoll süßer roter Beeren. Mhm, das andere haben wir also schon. Die roten Beeren. Aha, okay. Komplettlösung nächst. Ja. Das ist kein Schummeln. Habe ich doch richtig, habe ich richtig gedacht mit dem Käse. Anjas Kaffee. Fehlende Torte. Liste mit Zutaten. Wurfanker. Großes Käserad, das rechts unten in der Ecke des Bildes im Vordergrund ist. Käserad. Das ist ein Käserad? Okay. Das habe ich tatsächlich übersehen hier. Das ist ein Käserad. In der Tat. Das hat doch mal geklappt. Okay, wir haben Käse. Ja, das brauchen wir nicht für die Torte, aber ich weiß, wofür wir das gebrauchen können. So, ich gehe mal hier zur Radiostation.
So, jetzt mal hier ein kleines Büchlein lesen. Nein. Büchlein. Okay. Na dann. Wir haben doch hier Folie. Okay, ja, erstmal hier hoch. Mit der Mauswache reden. Nachtwache. Nein, oben bleiben. So, jetzt können wir doch bestimmt. Nein, können wir nicht. Wenn man das so faltet und dann. Tada! Ein Topf! Oh, kochst du was? Was denn? Mal sehen. Na, kochen nicht, aber. Dass ich irgendwas brauche. Ich komme gut alleine klar. Gut, wir hätten hier ein bisschen Käse. Käse für die Maus. Oh, das sieht lecker aus. Heißer Käse. Wenn der Käse jetzt noch gut gewürzt wäre, könnte ich schwach werden. Da habe ich doch was. Gewürzt, gewürzt. Indischer weißer Pfeffer. Oh, oh, wie wunderbar das duftet. Ich will nur die Beeren. Bestimmt eine Woche lang satt essen. Gern geschehen. Vielleicht ein paar von den roten Beeren haben? Beeren? Wer braucht die schon? Nimm so viele du willst. Jetzt hast du Käse von dir. Wenn die so gut riechen, wie sie schmecken. Sehr gut, jetzt haben wir alle Zutaten für den Kuchen. Ich habe jetzt bald genug Beeren für 4 Spiele gesammelt. Spiele? Okay. Zurück zu Anja. Dann geben wir hier die Zutaten. Die letzte Zutat für den Kuchen. Dann können wir endlich an dem Geburtstagsfest teilnehmen. Okay, hier erstmal. Einmal ein Buch lesen. Dann können wir hier auch durch. Durch den Stollen 47. Die Läden. Anja, ich habe was für dich. So. Badink. Sekunde. Na komm schon. Ich habe nicht ewig Zeit. Willkommen zurück. So, Beeren für dich. Das ist eine Zutat für die Torte der Hasenfamilie. Bis morgen. Und nicht warme. Pfannkuchen-tastische Torte. Dann kannst du sie abholen. Bis morgen. Hasenfamilie bringen. Vielleicht laden sie dich ja sogar auf eine ihrer Geburtstagspartys ein, Sahnetropfen. Okay, dann gehen wir mal kurz in die Stadtmitte. Weil hier können wir ja nicht Buch lesen. Noch eine Nacht um die Ohren schlagen. So. Zack. Schwupps, wird's Nacht. Den ganzen Tag gelesen. Gut, jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal auf die andere Seite kommen. So. Steht hoffentlich schon draußen. Die Kuchen. Damit verschaffen wir uns hoffentlich Eintritt auf die Feier. Hm. Kein Kuchen. Dann müssen wir nochmal Tag machen. Einmal Tag und einmal Nacht. Okay. Na denn. Hast du jetzt Kuchen für uns? Ein bisschen Zeit reißen. Ist ja hier nicht nur mit Kursing. Das ist der Kuchen. Die sieht aber lecker aus. Dank dir. Kannst du sie der Hasenfamilie vorbeibringen? Sehr gerne. Vielen Dank, mein Krokant-Christchen. Eine Torte. Ein Kuchen. Haben wir im Inventar. So, hier noch einmal raus. Nein,
Weg mit dem Inventar. Raus hier. Es werde Nacht. Und gibt's eine hübsche Torte. Die Geburtstagstorte. Und gute Nacht.